Heute habe ich Anke Nicolai zu Gast. Sie ist Audiodeskriptorin und das ist mega spannend. Für mich ist es eine Kunstform, eine kreative Kunstform der Übersetzung. Deswegen bist du hier. Ja, zum Beispiel auch, genau. Würdest du einen Actionfilm anders beschreiben als eine Liebeskomödie? Ja, definitiv. So viele Adjektive kenne ich gar nicht. Also das ist ja, ich würde einfach sagen, ja, die guckt halt. Es ist unglaublich wichtig, die blinden und sehbehinderten Menschen in diese Arbeit einzubeziehen. Wie motivierst du dich, einen Film zu beschreiben, der dir überhaupt nicht gefällt? Ja, gute Frage. Es gab mal einen Film, Der freie Wille, der hat mir große Probleme bereitet. Ich frage mich, ob das ein aktivistisches Element enthält. Also. Ja, definitiv, klar. Für mich hat es ganz viel tatsächlich mit einer Lebenseinstellung zu tun. Du hast ja auch viele Preise gewonnen. Hast du genug Platz im Regal noch?